Jo Leute, was geht? Ich bin's hier, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und zwar wird es diesmal ein wenig anders, aber es passt trotzdem ganz gut hierher und ich musste das einfach bestellen. Bald wird es bei euch Klick machen, warum, wieso, weshalb, falls ihr nicht schon das Thumbnail seht, aber no joke, was dabei rausgekommen ist. Denn ich hatte eines Tages abends ein wenig Langeweile und dachte mir, ich probiere das auch einfach mal aus, meinen Namen in irgendeinen Online-Shop einzugeben. Ich habe das einfach mal bei Temu, so just for fun, probiert und ihr glaubt nicht, was da rausgekommen ist. Ich dachte mir nur so, Zufall? Ich glaube nicht. Ihr werdet sehen, was ich meine. Wir werden nämlich gleich live da drauf gehen. Ich werde euch zeigen, was ich gesehen habe. Ich habe die Sachen schon bestellt und das packen wir später, wenn es dunkel ist, zusammen aus, weil ich finde es creepy. Vielleicht einige von euch nicht, aber ich finde diese Dinge einfach creepy. Und ja, natürlich hole ich mir wieder so was Gruseliges ins Haus. Natürlich. Auf jeden Fall dachte ich mir, vielleicht mache ich das auch mal mit ein paar anderen Shops. Es gibt ja ASOS, Amazon, Wish, keine Ahnung, vielleicht habt ihr auch noch weitere Ideen, wo ich meinen Namen eingeben könnte und das bestelle, was dabei rauskommt. Also lasst doch mal einen Daumen nach oben, da will ich das machen soll. Bei, sagen wir mal, 8000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid. Dann mache ich das wieder mit einem Shop, den ihr vorschlägt. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Habt ihr auch schon mal euren Namen irgendwo eingegeben und da kam irgendwas total Gruseliges, Seltsames bei raus? Schreibt es mir gerne unten rein. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu hier seid. Und ich würde sagen, wir checken jetzt zusammen Temu aus. Und dann wird es bei euch Klick machen. Fluffy wollte auch eben Hallo sagen. Sie ist auch am Start hier. Fluffy ist immer so richtig wild, wenn ich irgendwie ein Video drehe. Ich weiß auch nicht. Sie will gerne vor die Kamera. Wir sind auf Temu und wir geben jetzt zusammen meinen Namen ein, okay? Rebecca und... Zack! Das kann mal raus, Mann! Poppen! Jetzt wisst ihr wahrscheinlich, was ich die ganze Zeit meinte, oder? Also, das ist nicht mehr normal. Warum kommen da Puppen raus? Die heißen noch nicht mal Rebecca. Außer jetzt, wo ich das so sehe, da steht ja Reborn-Puppe, vielleicht wegen den ersten drei Buchstaben oder so. Ich meine, das sind doch diese Puppen, die sowieso einfach mega realistisch aussehen. Also es gibt Leute, die sammeln die irgendwie. Also jeder, wie er mag, aber ich finde Puppen einfach generell unheimlich. Leute, die sehen verdammt echt aus. Guckt euch mal dieses Baby hier an. Oder dieses andere hier. Als würde ein echtes Baby schlafen. Aber ja, ich habe so einige bestellt. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt gerade hier finde, weil manchmal sind die auch einfach ausverkauft. Keine Ahnung. Aber ja, ich habe die interessantesten Puppen mitgenommen. Aber sehr strange, dass es so gut passt, weil ihr wisst, ich habe ja schon öfters mal so verfluchte Puppen gehabt und so. Deswegen, ja, das passt einfach sowas von. Und ja, ich finde den Zufall einfach mega krass. Ja, hier ist auch zum Beispiel so eine Affenpuppe. Die erinnert mich an eine von TikTok. Die hat sich ja mal von selber bewegt dort in so einem Video. Aber die sind gar nicht so günstig. Also normalerweise steht ja Temu dafür, relativ günstig zu sein. Aber die sind schon ziemlich teuer, finde ich, so 50, 60, 70 Euro. Aber die werden wir zusammen auspacken und dann schauen wir uns die mal an. Mal gucken, ob die so realistisch aussehen. Ich bin echt gespannt bei einigen Puppen, die ich mir geholt habe. Und ja, soll ich meine Nacht mit denen verbringen? Oh mein Gott, soll ich das machen? Also wenn die mir zu echt aussehen, ich weiß ja nicht, ne? Aber ja, soll ich das mal machen? Dann schreibt mir mal jetzt in die Kommentare, Becky, verbring eine Nacht mit den Puppen. Genau, das machen wir so. Wenn ich genügend Kommentare davon sehe, dann weiß ich Bescheid. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so eine Puppenphobie, Leute. Warum musst du unter meinen Namen gleich Puppen kommen? Seid gespannt, was ich mir geholt habe. Aber ich will jetzt noch nicht spoilern. So, Leute, und dann melde ich mich wieder bei euch zurück. Mittlerweile ist es dunkel geworden und jetzt können wir zusammen die Pakete öffnen. Kommen wir zum ersten. Hier. Mal gucken, was da drin ist. Ich habe keine Ahnung, was da genau ankam, aber ja. Wir schauen da jetzt zusammen rein. Okay, mal gucken, was das für eine ist. Ich habe echt unterschiedliche Puppen bestellt. Alter, was für ein Haul hier. Aber das kam halt bei meinem Namen raus. Ich kann nichts dafür. Sieht eigentlich ganz freundlich aus, ne? Die Verpackung. So mit Regenschirmchen und Wolken. Voll cute. Okay, mal gucken, was mich hier erwartet. Ich glaube, ich weiß schon, welche es ist. Aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ja, ich wusste nicht, dass die so groß ist und so schwer. Leute, könnt ihr das sehen? Guckt euch die Verpackung an. So unschuldig. Ja. Was ist das überhaupt für eine gewesen? Ich glaube, diese Elfenpuppe, ne? Ich glaube, das soll eine Elfe sein. So eine hatte ich auch noch nie. Sehr interessant. Ja, gut. Das Kleid ist irgendwie so
engelsmäßig. Und dann kommt sie hier mit den wundervollen Haaren. Und ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel ich zu dem Zeitpunkt bezahlt habe, aber ja, günstig waren die Puppen alle nicht. Naja, wenigstens kann sie nicht von selbst die Augen schließen. Habt ihr einen Namen für sie? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber diese Details, Leute, guckt euch diese Ohren an. Die sind riesengroß. Das ist Dobbys Freundin. Wir haben Dobbys Freundin gefunden. Ich habe jetzt meinen eigenen Hauself. Inspiriert von Harry Potter oder so? Bald sieht es hier aus wie bei Omas Sofa mit den ganzen Puppen. Hier, das ist relativ schwer. Ich glaube, da sind zwei Puppen drin. Ja, schreit nur danach, dass Becky damit eine Nacht verbringen muss. Ich weiß es jetzt schon. Ich glaube, jetzt denken so einige wahrscheinlich insgeheim, Becky, gib's doch einfach zu, du magst Puppen. Ich mag Barbie, okay? Es riecht ein bisschen arg nach Plastik, aber oh, ich sehe hier beide. Boah, die ist ja richtig schwer. Was habe ich mir denn hier für eine Puppe geholt, Mann? Die hat sogar eine Pampers, Leute. Digga, was ist das für eine Puppe? Ich kann mich nicht an die erinnern. Auf jeden Fall. Wow, Leute. Hier gibt es sogar eine Geburtsurkunde dazu. Mit Fußabdrücken. Unterschrift von Mama. Das lassen wir mal lieber. Wir haben hier eine Windel. No joke. Wir haben eine Windel dabei. Wir haben hier Schuhe. Ein extra Paar Schuhe. Aber kommt mit echt viel, ne? Hier. Und eine Nuckelflasche. Dieser Blick irgendwie, der macht mir ein bisschen Angst. Diese Haarspangen sind cute. Die sind süß. Das sind solche Kirschhaarspangen. Die könnt ihr eigentlich für mich selbst benutzen. Die klaue ich ihr einfach. Wow! Guckt sie euch an. Mit diesen wunderschönen Haaren. Alter, das ist ja Rapunzel, Mann. Ey, ist so squishy. Guckt euch diese Haare an. Ich werde neidisch. Die sind so schön. So glänzend. Aber ja, die ist verdammt riesig. Alter, wie das gerade in der Kamera aussieht. Aber ihre Augen lassen sich zum Glück auch nicht bewegen, aber die sieht mir echt zu realistisch aus. Also auf jeden Fall ist die süßer als meine Elfe da hinten. Aber ich finde es schon ein bisschen unheimlich, dass die da hinten liegen. Das sieht mir echt zu echt aus. Gucken, was da drin ist. Ob das das ist, was ich suche. So, gucken wir da mal eben rein. Oh mein Gott, das ist es. Das ist es! Vielleicht dachtet ihr ja noch, das ist jetzt crazy und das andere normal. Wir wollen ja verschiedene Puppen haben. Ich habe eine Auswahl bestellt, Leute. Angeblich passt es ja zu mir. Ich habe ein Alien Baby. Oh mein Gott. Ja, so habe ich auch geguckt, als ich das erste Mal gesehen habe. Sogar dafür haben wir eine Geburtsurkunde, Leute. Ich glaube, das ist ein Mädchen. Hier, tada. Das ist aber total hart. Sieht genauso aus wie auf dem Bild. Das ist gruselig, Leute. Das ist sowas von gruselig. Mit dem Ding will ich nicht schlafen. Kommen wir jetzt zum nächsten Paket. Mal gucken, was da drin ist. Machen wir mal auf hier den ersten Karton. Sieht relativ... Oh mein Gott, auf die freue ich mich ein bisschen. Sieht ein bisschen klein aus, aber... Leute! Ihr glaubt nicht, was ich mir geholt habe. Ich habe mir ein haariges Affenbaby geholt. Ich musste einfach mal... Ja, wie gesagt, ich habe das auf TikTok mal gesehen. Aber, dieser Affe hier kann nicht seine Augen auf und zu machen. Können das nicht nochmal solche Reborn-Puppen? Aber ja, sehr süßes Outfit. Wir haben hier sehr viele Haare an der Puppe. Sehr realistisch. Sehen wir uns ähnlich? Ich weiß, was eure Kommentare sein werden. Ich weiß es einfach. Ja, wir haben eine Geburtsurkunde, wir haben eine Nuckelflasche wieder. Und irgendwie wieder so ein Schnulli. Ich weiß ja nicht, ob ich mit der eine Nacht verbringen will. Aber die fühlen sich alle echt ganz hochwertig an, aber mir machen Puppen einfach Angst, persönlich. Ich weiß auch nicht. Ich finde Puppen einfach unheimlich, es ändert sich nichts dran. Hier mal gucken, was hier drin ist. Was ist das? Ich glaube, ich weiß, was es ist. Und ich weiß nicht, warum ich mir das bestellt habe. Kabelbinder? Ein DIY-Puppenset? Es wurden ja so Puppenteile gezeigt, die fand ich schon ein bisschen gruselig. Okay, das Baby starrt mir voll in die Seele. Erinnert mich ein bisschen hier an Toy Story. An dieses eine Baby da, das so halb Spinne ist. Aber ja, was soll ich denn damit machen? Ich weiß, überhaupt nicht bedenklich gerade. Aber ja, sowas gab's auch. Keine Ahnung. Vielleicht bastel ich mir mal eine Puppe. Ja, und hier ist das letzte Paket. Das ist ziemlich groß. Da muss aber eine Puppe dabei sein, die erinnerte mich irgendwie an mich selber. Also die Packung ist richtig groß und sieht wieder sehr unschuldig aus. Wie ist das? Ich glaube, die fand ich ein bisschen unheimlich auf dem Bild für meinen Geschmack. Kurz meine Sturmfrisur.
sich das bei mir auch aus, wenn ich versuche, irgendwie mir ein Stirnband reinzuklatschen? Er hat die Moves, Leute. Guckt euch das an. Er ist voll am Grooven. Oder sie, keine Ahnung. Ich meine ja, gut gemacht, ne, für jemand, der nach sowas sucht, aber ja, ich bekomme dezent Angst. Komm jetzt zuletzt. Ich glaube, ich weiß, was das für eine ist. Warum hat sie es noch nicht an? Was ist los hier? Boah, es riecht ein bisschen seltsam. Aber ja, gleich macht es bei euch Klick. Es gibt wieder einen Schnuller dazu, eine Geburtsurkunde und eine Windel. Schuhe haben wir auch. Oh, wow, Chucks. Oh, sie hat Schleifen. Moment, ich ziehe sie mal eben an. Leute, diese Haare wieder, das könnte echt meine Länge sein. Erstmal das. Aber jetzt, Leute, sie hat einfach mal ein Einhorn-Onesie an. Wer erinnert sich noch an meine Einhorn-Onesie-Zeit? Der kommentiert mal jetzt mit einem Einhorn-Emoji. Wo sind meine OGs? Auf jeden Fall, ja, jetzt versteht ihr auch wahrscheinlich, warum ich sie mitnehmen musste. Obwohl ich eine Puppenphobie habe, aber sie musste einfach sein. Leute, das ist mein Abbild. Ich habe sie unter meinem Namen gefunden und mich gibt es einfach mal als Puppe. Ich fühle mich ja ein bisschen geehrt, ne? Ja, auf jeden Fall, das war meine Einhorn-Era. Und ja, sie sieht wieder sehr realistisch aus, aber sie erinnert mich sehr an die andere. Sehen die gleich aus? Fast. Das habe ich jetzt erst realisiert. Wir haben einfach mal Twins hier. Ich auch noch in der Mitte. Ja, super. Das war mein Rebecca-Haul von Temu. Lasst mich mal gerne wissen, ob ich mit denen eine Nacht verbringen soll. Ich glaube, es wird sehr interessant mit den Vieren auf jeden Fall hier. Ich weiß nicht so ganz, was ich von diesem Alien-Baby halten soll und von dieser Elfe hier. Und die Haare, die fühlen sich so realistisch an, aber es sind solche Barbie-Haare, glaube ich einfach nur, weil ein bisschen rau sind die schon, aber fühlt sich trotzdem sehr realistisch an und ja. Achso, und wir haben ihn ja noch hier vergessen. Ja, ich weiß, sieht gerade ein bisschen komisch aus, aber ich weiß nicht, wie ich ihn sonst anders hinlegen soll. Lass mich gerne wissen, ob ich das auch noch mit anderen Shops machen soll und hoffe für mich, dass es nicht so crazy wird. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video.